Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe zwei Pakete bekommen und zwar vom lieben Christian Kramp. Ja? Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und er hat gesagt, Timo, ja, die ganze seit dem letzten Mystery-Paket, und das ist schon eine Zeit lang her, gell, sagt er immer, Timo, ich hab noch was für dich, ich hab noch was für dich. Ah, Timo, ich schick dir noch was, ich hab noch was für dich. Aber ja, wie es immer so ist, ja, man will ja auch ein Paket voll bekommen und ja, die Zeit auch immer, gell, da überhaupt erstmal zur Post zu laufen, gell, das ist ja immer. Da, deshalb jetzt, Christian, vielen, vielen Dank, denn du hast gesagt, hier, Timo, ich schick dir was. Und da ist ein bisschen was dabei, das wird dir bestimmt gefallen. Und der ganze Rest, bitte nimm den mit nach Neuss. Ja? Er hat schon gesagt, da ist auch ein Haufen Zeug dabei, der mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Ja? Und deshalb, das hat er extra so reingepackt, damit wir das mit nach Neuss nehmen. Denn er kann damit auch nichts anfangen, gell? Oder nicht mehr, ein bisschen die Sammlung verkleinern, gell? Was da halt immer so Sache ist. So, und ja, apropos Neuss, ja, ich hoffe, ihr da draußen seid schon auf dem Weg, ja, oder ihr geht jetzt langsam ins Bettchen, ja, und geht früh schlafen, damit ihr morgen auch früh aufsteht, damit wir uns in Neuss auf der Filmbörse Neuss sehen, ja, würde ich mich richtig, richtig freuen. Und ja, ich habe ja schon ein paar Nachrichten bekommen, dass ihr alle da seid oder die meisten wenig oder viele, gell? Und noch was, wir sind auch sonntags da. Also am Samstag werdet ihr antreffen den Moviepicker, den Filmangler, 100% Dumbo, Aquifels Filmecke und Moor, ja? Mich auch natürlich. Und am Sonntag, da wird dann leider nur noch der Moviepicker, der Filmangler und ich da sein. Naja, gell? Aber das wird toll, gell? Und kommt auf jeden Fall alle nochmal her. Filme haben wir genug. Es sind ein Haufen Filme, ja. Was ich hier stehen habe, was die anderen da schon alles gespendet bekommen habe und auch aus der eigenen Sammlung natürlich da rausgewandert ist, ist unglaublich, gell, von Alive, ja, die Alive AG, gell, ist das AG? Ja, ich glaube schon, die hat auch ein schönes Päckchen zusammengeschnürt für uns, also für die Filmbörse Neuss, gell, super, gell, und auch hier nochmal danke an die Filmbörse Neuss, gell, dass wir das so gut hinbekommen haben, dass ihr uns so gut unterstützt habt. Super, vielen, vielen Dank. Und für diejenigen, die noch gar nicht wissen, um was es geht, wir fucking Freaks, wir haben unseren eigenen Stand dort, ja? Wir haben unseren eigenen fucking Freaks Stand dort. Also ihr werdet uns sehen, ihr werdet uns hören. Wir machen ein bisschen Party. Mal gucken, gell? Je nachdem, wie der Andrang auch ist. Wenn wir hier nur am Verkaufen sind, können wir keine Party machen, gell? Und ja, wir verkaufen die ganzen Filme für, ja, 1 Euro. Natürlich nicht alles, gell? Wir haben Mystery-Tüten, wir haben Media-Books, wir haben Steelbooks, wir haben alles, es ist alles vertreten. Und natürlich, ein Media-Book gibt es nicht für 1 Euro, gell? Da müsst ihr schon ein bisschen mehr hinblättern. Aber trotzdem günstiger als überall anders da, ja, also wir hauen hier richtig günstige Pakete raus, deshalb kommt vorbei, ja, und vor allem, es ist ja für einen guten Zweck, es ist für das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln, ja, wir, der ganze Erlös geht zu 100% dorthin und allein deshalb lohnt sich es schon, unseren Stand leer zu kaufen und ich will auch, dass der Stand am Sonntag leer ist, ja. Dass der komplett ratzefatze leer gekauft ist. Nicht, weil ich keinen Bock habe, das wieder mit nach Hause zu schleppen. Obwohl, nein, nein, nein. Wir wollen ja den Rest dann auch
an das Sozialkaufhaus spenden, ja, da wo der Moviepicker immer seine Filme kauft, gell? Da geht der Rest alles dann hin. Also es wird dann trotzdem alles irgendwie gespendet. Aber ich fände es schöner, wenn wir alles verkaufen können, damit wir am Ende da nichts hingeben müssen, weil das Kinderkrankenhaus, ich finde, das ist eine super geile Aktion. Und ich persönlich, gell, ich denke aber auch die anderen Freaks da draußen auch, wir wollen da richtig, richtig Asche denen geben. Ja, also, ja, kauft unseren Stand leer. Bitte, bitte, kauft ihn uns leer. Ja, und wenn ihr sagt, nee, Timo, halt's Maul, wir kaufen dir keine Filme ab, aber wir wollen trotzdem spenden, dann ja, hat der Moviepicker natürlich vorgesorgt, gell? Der hat schöne kleine Boxen gekauft, ja, wo ihr ein bisschen Geld auch so reinwerfen dürft, ja? So, jetzt haben wir 6 Minuten gebabbelt, ja, über die Filmbörse in Neuss. Vielleicht schaut ihr das, ich hoffe, dass ihr das Video jetzt vor der Filmbörse noch schaut. Message. Und wir fangen an, erstmal das erste Paket aufzuschnippeln. Wir fangen mit dem Kleinen an, ja? Wir fangen mit dem Kleinen an. Und ich hoffe, ihr seid schon unterwegs. Ich hoffe, ihr seid schon dort. Ich fahre erst morgen früh los. Aber, fängt doch schon mal ganz gut an, gell? Also, tada! So sieht es aus. Da ist ein erster Film. So, jetzt will ich mal, aber so, klappen wir das um. Na, und gucken mal nicht hin. Den ersten habe ich schon gesehen. Und das ist Flash for the Beast, oder? Flash for the Beast. Hier in der, ich habe den mal gesehen. Der war damals so lala, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Von Best Entertainment. Ob das Ding jetzt geschnitten ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Ist schon ewig her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Also wahrscheinlich auch zur VÖ 2004 steht hier. Dann wird es da auch das letzte Mal gewesen sein. Und da war der so lala. Muss mal gucken, ob der geschnitten ist oder nicht, weil Best Entertainment weiß man nie. Trotzdem, Christian, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die 2 Pakete. Entweder ist was für mich dabei oder für die Filmbörse Neuss. Und deshalb könnt ihr da schon mal auch schauen, ein bisschen was zur Filmbörse auch wandert, ja, was ihr dort vielleicht kaufen könnt. Da gucke ich, ist er geschnitten oder nicht. Wenn er nicht geschnitten ist, bleibt er hier. Wenn er geschnitten ist, könnt ihr den morgen kaufen. So machen wir das, oder? Als nächstes. Puh. Oh. Das Cover habe ich schon mal gesehen. Der wird bleiben erstmal, glaube ich. Hillside Cannibals. Hier in der im Unrated Director's Cut von Movie Power. Ja, keine Ahnung. Basierend auf der schrecklichen Geschichte des Shawnee Bean Clans. Das Cover habe ich schon mal gesehen, aber nichts vom Film gehört. Deshalb, da werde ich mich auch erstmal informieren. So, den, da bin ich noch unschlüssig, ob ich den behalten soll. Und zwar Close. Close mit Nomi Rapace, gell? Der Film, habe ich gehört, der soll gar nicht so schlecht sein. Der stand aber schon auf der Liste, dass ich mir den auf jeden Fall mal anschauen werde. Also denke ich, werde ich mir den mal anschauen. Ja? Ich habe überlegt, ob ich mir vielleicht dann doch die Blu-ray hole oder sowas. Nee, aber zum Reinschauen ist das erste Mal super.
Ah ja. Hier haben wir einmal Unschuldige Lügen. Agatha Christie. Ein schöner mit Stephen Dorff. Keira Knightley. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Der wird hier bleiben. Agatha Christie, gell? Wird ich denke mal ein Thriller sein. Schöner, spannender Thriller oder sowas. Der bleibt erstmal. Schöne Krimi, gell? So, Hart am Limit. Das Cover schon immer irgendwie gesehen. Das Cover kennt man, aber es hat sich irgendwie, ich weiß nicht, hat mich nie interessiert. Hat mich nie interessiert. Deshalb denke ich, dass ihr den morgen für 1 Euro kriegt. Das Born-Ultimatum, da werdet ihr morgen, also Christian, trotzdem danke, aber der wird morgen auch in Neuss liegen. Und vor allem, ihr werdet noch viel mehr Born-Filme finden. Und zwar auf Blu-ray und im Steelbook, denn die habe ich hier auch schon da. Ja? Also, wenn ihr darauf steht, auf Born, ja. Ja, genau, hier haben wir nochmal Agatha Christie, Urlaub auf Rhodos, ja. Da hatten wir es ein bisschen, da hatte ich mit dem Christian ein bisschen mal drüber gesprochen gehabt. Und da ich ja nichts von Agatha Christie kenne, mich das aber schon immer mal interessiert hat. Deshalb, Dankeschön, der bleibt auf jeden Fall. Laufzeit 51 Minuten oder 31. Habe ich schon eine Brille auf und kann es nicht lesen, gell? Sieht aus wie 5. Das ist ja auch hier mit dem Licht und alles. Ja. Werde ich reinschauen. Danke, danke, danke. Du Scheiße. Da sind wir auch wieder an diesem Punkt. Und zwar, and then came Lola. Sieht sehr erotisch aus, ja, wird es aber nicht sein. Und dann hier Queer Cinema. Was soll denn der Aufkleber da drauf? Man sieht es doch, oder? Denken die Leute, wir Menschen sind verblödet? Ich denke mal schon, gell? Naja, ich glaube nicht, dass der hier bleibt. Also werdet ihr morgen kaufen können. Das sieht interessant. Na doch, doch, der bleibt erst einmal. Scott Adkins. The Intergalactic Adventure of Max Cloud. Noch nie von gehört, noch nie gesehen. Sieht aber nach einem schönen Science-Fiction-Filmchen aus. Hier kommt keiner durch. So. Dann. Ja, das ist der, genau. Zombie 2, Day of the Dead. George Romeros. Die Edition hier habe ich noch nie gesehen. Aber den werdet ihr kriegen morgen für einen Euroschen. Denn den hab ich natürlich schon. Tada! So, warte mal, das ist da. So. Was haben wir hier? Ja, The Time Machine. Hier mit Guy Pearce, Samantha Mumba und Jeremy Irons. Den habe ich schon. Den habe ich schon.
Doch, das Original fehlt mir noch. Genau, den habe ich leider schon. Super Film. Für einen Euro. Alles muss raus. Oh, der wird bleiben. Ein Film von Ridley Scott. Ja, noch nie was von dem Film gehört. Und zwar Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Ein Suspense-Thriller. Und zwar alles Geld der Welt. Der sieht interessant aus. Da werden wir mal reingucken, gell? Dann haben wir hier. Oh, mit Benny. Ja, mit Benny. The Town. Auch noch nicht gesehen. Werde ich mir mal überlegen, ob der bleibt oder geht. Könnte aber ein schöner Thriller sein. Mal gucken. Ja, mache ich mir nochmal Gedanken. Selma and Louise mit Susan Sarandon und Gina Davis. Auch von Ridley Scott. Muss ich auch gestehen, den habe ich noch nicht gesehen. Und deshalb wird der hier bleiben. Denn ich denke, ich will mir den mal anschauen. Among the Living. Auf den ersten Blick sieht er nicht so toll aus. Von den Machern von Inside und Live It. Dann schauen wir mal, ob der Uncut ist. Uncut Edition. Steht drauf. Among the Living. Werden wir uns mal informieren. Oh, vielen Dank. Denn ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Aber da muss ich mich auch mal erkundigen. Und zwar Vincent Cassell, Vidocq, hier im schönen Steelbook, Vidocq. Ich habe mal einen Vidocq gesehen, glaube ich. Ist der das? Keine Ahnung. Aber vielen Dank. Geil. Auch wenn ich keine Steelbooks sammle, gibt es trotzdem schöne Dinge, oder? Gefällt mir. Werde ich mich mal informieren. Christian, danke. Danke, vielen Dank. So, jetzt packen wir das mal. Nein! Jetzt packen wir das mal hier ein. Und dann kommen wir zum großen Paket. Ja, hier haben wir noch ein großes. Christian, vielen Dank. Gell? So. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wann seid ihr Neuss? Kommt ihr nach Neuss? Samstag, Sonntag? Würde mich alles mal interessieren. Wann kann ich euch denn antreffen? Auch wenn ich wahrscheinlich nicht viel lesen werde. Denn es geht früh ins Bett und es geht früh los, gell? Wir sind aber ganz, ganz früh da. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Das wird richtig, richtig gut. Was denn das da? Looking for Cheyenne. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das hier sein soll.
Freundin mal fragen. Gell? Dann hier noch original verschweißt in einem wunderschönen Cover. Oh, und hinten auch wunderschön. Aber den habe ich schon. Teuflisch, ach, herrlich, oh, wie schön, gell? Und hier auch, ja, mit Brendan Fraser und Elizabeth Hurley von Harold Ramis. Oh, sehr, sehr schöne Komödie, gell? Wer den noch nicht gesehen hat, der verkauft seine Seele an den Teufel und, doch, und darf sich da ein paar Sachen wünschen, die gehen natürlich alle schief, gell? Oh, schön. Blade Trinity, muss ich dazu noch was sagen? Nein, muss ich nicht. Werdet ihr morgen in Neuss bekommen. Dann, das wird auch wahrscheinlich nichts für mich sein. The Olds. Ich glaube nicht. Kriegt er Neuss. Ach, was haben wir denn da? Sehr schön. Da habe ich ja meinen ja. Spio JK geprüft. Da habe ich ja meinem lieben Kaischen, gell, lieben Kaische, Gegewe, den ihr übrigens morgen auch auf der Filmbörse Neuss trefft. Kai, ich freue mich. Gell? Und ich habe mir die Blu-ray gekauft, die bildqualitativ nur ein Hauch besser ist. Ja? Gutterballs. Ja, Gutterballs. Kriegt ihr morgen für ein Abel und ein Ei. Wenn ihr mir aber wirklich ein Abel und ein Ei, lasst den Abel weg, gell? Das sind nur unnötige Vitamine, ja? Brauchen ihr Protein, gell? Bringt mir mal ein paar Eier mit. Oh, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Der wird, denke ich, bei mir bleiben. Countdown. Aber den werdet ihr hundertprozentig noch irgendwo sehen bei uns. Ja, ich glaube, der geht auch weg. Und zwar ein Film mit Bruce Willis. Repressel. Ich denke, da wird er auch nur so eine kleine Nebenrolle haben. Ich denke, da... Ach, ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich noch nie was von dem Film gehört habe, wird der wahrscheinlich nicht so pralle sein. Aber für einen Euro kann man den doch mal mitnehmen, oder? Und sich selber mal ein Bild machen. So, The Art of War 2 habe ich tatsächlich auch hier, aber noch nicht geguckt. Ja? Kann ich also nichts sagen. Dann haben wir hier, mit Michael Sheen und Frank Langelaar, Frost und Nixon. Noch nie was von gehört, also Frost, Nixon, die Namen kennt man. Aber da würde ich an eurer Stelle morgen einfach mal für einen Euro zugreifen. Dann haben wir hier Woody Harrelson. Sehr schön. Noch nie was von gehört, aber Ich weiß nicht, ob das was ist. Und zwar The Messenger. Die letzte Nachricht. Kann ich euch nichts drüber sagen, aber mein Tipp von mir,
für einen Euro würde ich da mal zugreifen, gell? Ja, so. Genau hier, Code of Honor mit Steven Seagal, gell? Unserer Kampfwurst. Steven Seagal ist nicht so meins. Auch die richtig guten Filme kommen bei mir nur so lala weg, gell? Und dann, wenn ich dann sowas sehe, das ist nichts persönlich für mich, muss ich wirklich sagen. Da werde ich mal reingucken, den gucke ich eigentlich ganz gern. Oder ich werde mich informieren. Und zwar mit Owen Wilson, Christopher Walken, Glenn Close und. Wer ist Daddy? Ja? Scheint nach einer schönen Komödie zu sein. Da werde ich mal reingucken. Da sollte ich auf jeden Fall mal reingucken. Das wurde mir gesagt. Und zwar Zeit des Erwachens mit Robert De Niro und Robin Williams. Eine wahre Geschichte. Das sollte doch, glaube ich, so. Ja, ich glaube, der sollte richtig, richtig auf die Tränendrüse gehen. Den sollte ich mir mal angucken. Deshalb wandert der hier mal rein. Mhm. Das hier ist jetzt auch von MIP. Ha, Lion vs. Lion, die Pranke des gelben Löwen. Hier werde ich tatsächlich mal gucken, ob der geschnitten oder nicht geschnitten ist. Und wenn nicht, werde ich da mal reingucken. Oder soll ich ihn euch geben? Von Euro. Oder er wandert in ein Mystery-Paket. Die wird dort auch verkaufen. Ich gebe ihn euch. Doch. Ach du Scheiße. Bar Girls. Christian, wo hast denn du so einen Rotz her? Doch hier ein total schlechter Druck. Bar Girls. Elfra Wolfe Video. Die romantische Komödie ohne Männer. Alter Schwede. Frag mich nicht, was das ist. Aber für einen Euro würde ich zugreifen. Nein, ihr solltet für einen Euro zugreifen. Down with Love, zum Teufel mit der Liebe. Evan McGregor und Renée Zellweger. Da frage ich mein liebes Schätzchen erstmal. Boop. Noch mehr DVD. Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Habe ich noch nie gesehen. Ach, hier ist ja auch der Christopher dabei, der Christopher Walken. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Hat mich persönlich auch noch nie angesprochen, auch wenn ich Tom Hanks gerne gucke. Aber der Leonardo DiCaprio, den muss ich nicht sehen. Ja, deshalb kriegt ihr das Filmchen für einen Euro. Kill the Boss 2. Sehr, sehr schöne Komödie. Kriegt ihr für einen Euro. Nightmare Concert. Kriegt ihr für einen Euro. Na klar, gell? Und oh, den hat er ja.
Den behalte ich. Sehr schönes Teil. Und zwar tot im Spielzeugland. Und zwar hier auf VHS. Oh, ist das nicht herrlich? Nicht zurückgespulter Film, Gebühr eine Mack. Und? Er ist nicht zurückgespult. Ist auch geil. Hier steht circa 58 Minuten. Hier hinten steht circa 60 Minuten. Können die sich erinnern? Die wissen gar nicht. Ist mir auch scheißegal. Gell? Von Full Moon, ja, von Charles Band das Ganze. Tod im Spielzeugland. Bleibt hier. So, und jetzt sind wir ja schon fast fertig. Jetzt haben wir hier noch ein Seagal Van Damme. Echt? Okay. Seagal und Van Damme. Mehr schreiben die da gar nicht drüber. Es ist Steven Seagal und es ist Rob Van Damme. Sniper. Van Damme. Ja, Van Damme. Ja, na klar, der wird ja auch anders da geschrieben. Kriegt ihr morgen für einen Euro. Dann, da werde ich mich selber mal ein bisschen informieren drüber. Und zwar haben wir hier einen Film mit Nicolas Cage, The Humanity Bureau. Keine Ahnung, werde ich mich mal selber informieren, um was es da geht. Lasst euch überraschen, ob ihr den morgen seht. Genau wie hier ein Film mit Kevin Bacon. Mal gucken. Und zwar The Darkness. Noch nie was von gehört. Werde ich mich mal informieren. Ja, so, das war's dann auch schon, gell? So, jetzt habe ich hier alles ein bisschen rumgemacht. Es ist gut ausbalanciert. Ungefähr Hälfte behalte ich, Hälfte geht mit nach Neuss, obwohl das, was ich mir hier rausgesucht habe, werde ich mich nochmal ein bisschen informieren, ob das auch was für mich ist. Ob das ungeschnitten ist und, weil beim Paar habe ich da so ein bisschen Bedenken, gell? Werde ich mich erstmal informieren. Vielleicht fliegt da der ein oder andere auch mit nach Neuss. Na, okay, er fährt mit nach Neuss, wir fliegen nicht, gell? Also, so dicke haben wir Freaks es noch nicht, gell? Dauert bestimmt nur 1-2 Jahre. Dann werden wir auch mit dem Privatjet oder Hubschrauber ankommen, gell? Wenn das passiert, dann hört auf, gell? So, Christian, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich von Herzen. Danke für das Paket. Ich freue mich. Juhu, wieder Filme. Und auch danke, dass du noch was für die Filmbörse Neuss dazugelegt hast. Wir freuen uns. Und wie gesagt, kauft bitte unseren Stand leer. Es ist doch nett für uns. Ja, es ist für die Kinder im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln. Wenn es für uns wäre, ja, dann kann ich es verstehen, wenn ihr sagt, hey, ach, denen stecken wir kein Geld in den Hals. Aber es ist ja nicht für uns, ja. Es ist ja für das Kinderkrankenhaus. Es ist doch für die Kinder, gell? Da kann man doch mal den Laden leer kaufen, gell? Genau. So machen wir das. Und nicht anders, ja. Genau. Also, dann war es das auch schon wieder. Danke fürs Einschalten und haut unten in die Kommentare, was haltet ihr von den Paketen? Kommt ihr nach Neuss? Seid ihr da? Kommt einfach zu uns, sprecht uns an, kauft uns den Stand leer, ja?
Und ja, seid auf jeden Fall da. Es sind ja auch noch ein paar Stars da, gell? Also ihr müsst ja nicht nur wegen uns kommen, ja? Wäre schön, gell, aber müssen tut ihr gar nichts, gell? Also, danke, gell? Danke, danke, danke. Auch jetzt schon mal im Voraus an alle, die uns auf danke an alle, die hier gespendet haben, die Pakete geschickt haben. Vielen, vielen Dank an alle, ja? Und auch vielen, vielen Dank im Voraus schon mal, oder wenn ihr das Video nach der Filmbörse seht, im Nachhinein. Danke, dass ihr uns hier alles abgekauft habt, dass ihr uns alles abkaufen werdet. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ich bin der festen Überzeugung, dass wir morgen und übermorgen vor allem, ja, Samstag und Sonntag, eine Menge Spaß werden haben. Ja, hundertprozentig haben wir da eine Menge, Menge Spaß. Und ich freue mich schon. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, aber ich freue mich. Also, Dankeschön und bis morgen und bis zum nächsten Video und bis morgen und übermorgen live auf der Filmbörse Neuss, gell? Ich freue mich. Also, tschüss, macht's gut. Euer Timo.